Hallo. Hallo. Ja. Kannst du mich hören? Ja. Kannst du mich sehen? Ja. Du, alles klar mit dir, oder was? Kann ich dir einen Wunsch erfüllen? Nein. Findest du, dass ich heute mal wieder sehr, sehr klasse aussehe? Also du bist ja geile Stricher überhaupt, ey. Ein Stricher? Ja, du bist ein Stricher. Ey, Alter, für dich wirkst du für 30 Mark mit der Handnummer. Ja, super, Alter. Das ist ja voll drauf. Hast du noch ein Thema? Ja, was gibt's Neues, Alter? Also, du hast jetzt genau noch 10 Sekunden Chance, bis dieser Blitz aufgeladen ist. Ey, pack deinen Müll weg, Mann. Rede doch, sprich. Hast ja, du ja. Da? Ich grüße also Martin, den coolen Freak, Alter. Ey, und du gut. Bist trotzdem Stricher. Du hast nur einen, den du grüßen kannst. Weil der Blitz war früher aufgeladen. Diese ganze Sendung ist heute die allerletzte Sendung. Und ich bin glücklich. Ja, hallo Peter. Keine Magenschmerzen mehr. Keine Anrufer mehr, so wie du. Was willst du? Ja, ich wollte nur mal so mit dir plaudern. Ja, plauder? Ja. Erzähl mir was aus deinem trostlosen Leben. Ja, mein Leben ist überhaupt. Hast du eine Freundin, hast du eine Frau oder machst du das mit Fräulein Faust? Ja, das kommt drauf an. Hat dich jetzt schon überfordert, allein nur die Vorstellung. Du, weißt du, ich war letztes Mal dein erster Anrufer. Ich habe mit Bernd Begemann Gitarre gespielt. Kannst du dich noch erinnern? Du, der war nett. Der war nett? Ey, jetzt kriegst du den Daumen gleich gezeigt. Ey, wow. Danke, Klaus. Nee, Klaus Anna. Ist nicht mehr. Danke. Hat er Klaus den Namen mehr. Gesagt? Ja, ey, woher weißt du denn, dass die so heißt? Ich guck doch jedes Mal deine Sendung, Peter. Ey, und was sagst du dazu, dass das heute zum letzten Mal ist? Ja, das ist natürlich wirklich tragisch. Ey, weißt du, was irre ist? Jetzt, ich werde ja jetzt reich und Millionär und hab Frauen ohne Ende. Guck mal, ich hab jetzt habe ich sie auch. Hm. Oh, das ist eine echte. Das ist eine Kultbrille, ja? Das ist eine Ray-Ban, ja? Ja. Kennst hier, du die? Was ist mit der Tina denn los eigentlich? Welche Tina? Tina 1. Ach, na, das war ja eine Katastrophe, du. Ich hab die alte ja, echt, da hab ich ja wirklich alles gegeben, war. Da hab ich ja gedacht, bringst du jetzt auch mal eine Frau zum Glücklichsein, zum Orgasmus, zum Jodeln, zum Höhepunkt, ja? Oh, das wurde nichts. Und nee, das war, da, also ich hab geackert wie und gepumpt und also auch von der Fantasie her auch mal eine Stellung gewechselt und, aber irgendwie hat's nicht so richtig gefunkt. Gott, du Gott, was war das denn für eine, du? Was? Was war das denn für eine? Ich hab nicht verstanden. Was das für eine war, Mensch? Naja, das Übliche war, was Peter Sojane hat, so. 150 Kilo. Ja, pro Brust. Ja. War schon klasse. Wie ist denn dein Leben da zu Hause, da so in deiner Einsamkeit? Ja, das ist nicht schlecht, du. Der war nett. Ja, und? Aber schlecht, das ist genau das Wort, was ihr heute nicht sagen dürft. Jeder, der sagt schlecht, fliegt raus. Bei euch habe ich mal gefragt, ist diese Sendung gut? Da hat ihr gesagt, naja, schlecht wird mir davon immer. Da war ich enttäuscht. Geht dir doch auf. Ja, da habe ich dann zu Hause gestanden und über... Hallo? Hallo Peter, wie geht's? Stehst du zu Hause oder liegst du? Ich sitze. Hast du eine Freundin da? Ja, selbstverständlich nicht. Na, was kann ich für dich tun? Ja, mein Bruder ist da. Hey, dein Bruder? Willst du mit dem sprechen? Ja, in der nächsten Sendung. Und dann gib ihn mir rüber. Bumm hat's gemacht, summ, summ, summ. Bienchen summ herum. Über Stock und über Beine, aber bricht dir nicht die Flügel. Summ, summ, summ. Ey, habt ihr jetzt schon bemerkt? Ich mache jetzt nämlich bald Karriere als Schlagerstar. Hallo? Ist er nicht mehr da? Hat er sich doch nicht getraut. Wie sie das macht, wa? Ich meine, macht's ja nicht schlecht. Also, können wir einfach mal sagen hier. Ey, wir haben was Neues erfunden, Anna und ich. High Feet 5. Hallo Anrufer. Hallo, ich hätte eigentlich gerne gewusst, was du damit gemeint hast. Tschüss Sabine, nächstes Mal, ja? Nicht mehr mit dir. Das war Sabine, ja? Ja, genau die. Keine Lust. Ach Mann. Tja, das ist jetzt vorbei. Und ich fühle mich dabei sehr wohl. Und wisst ihr, wie wohl ich mich fühle? So wohl, dass ich poetisch geworden bin. Ich singe euch jetzt ein Lied. Euch Frauen da zu Hause, nur für euch. Hallo? Hallo? Ciao. Du bist keine Frau und ich will jetzt ein Lied singen. Du kannst doch gar nicht singen. Das werde ich dir jetzt beweisen. Dann würde ich mal einen Finger aus dem Popo nehmen, bevor du singst, mein Lieber. Aber durch diese... Dann kommen die helleren Töne besser durch. Vorne. Und die ist selbst bei meinem kleinen Finger größer als bei dir. Aber nur, wenn du die Lupe... Ciao. Naja. Musst du mal so trollig sein.
Das Problem sind 6 Sätze hintereinander, kann ich mir nicht auswendig lernen, habe ich also mal aufgeschrieben. Hallo? Hallo? Hörst du mir jetzt mal gespannt zu? Ja. Ich singe jetzt, ja? Deine Brille gefällt mir, du Arschloch. Ey, Arschloch war jetzt der Tick zu viel. Du bist ein Penner, bist du. Oh, jetzt muss ich dich doch leider verabschieden. Tschüss. Du Arschgesicht. Tschüss. Tschüss. Einfach jetzt mal keinen rüberstellen. Kannst ihn ja da schon mal gefangen halten. So, jetzt sing ich. Manchmal spür ich eine Frau in mir und ich denke ziemlich oft an dir. Aber ich bin ein Typ, schlecht im Bett. Frauen sagen aber sonst ganz nett. Gib mir die Chance, greif ihr zum Telefon. Ach du meine Güte, ich komme schon. Ne, das kannst du gar nicht. Hallo. Los, amüsier mich jetzt. Mach mich jetzt lustig. Ne. Nee. Ein Glück, dass du aufhörst, weißt du? Ja, finde ich auch. Ich finde auch, das war doof, dass ich die Inne da jetzt rausgeschmissen habe aus der Sendung. Das war ja schon ganz nett, aber weißt du was? Was geblieben ist, ich esse jetzt weiter Obst. Ja. Hallo? Hallo? Wer bist du denn? Anuschka. Anuschka? Ja. Hey, Anuschka, jetzt bewerb dich doch mal. Wobei denn? Bei mir. Ah ja. Hast keinen Bock auf mir? Kannst dir nicht vorstellen, so ein Typ wie mir neben dir im Kino sitzt zum Beispiel? Doch. Wie alt bist du, Anuschka? 16. Ey, bist du die Tochter von Udo Jungs? Ja. Hey, dann hast du ja viel Geld. Mhm. Anuschka. Da brauchst du ja noch nicht mal gut aussehen, da kannst du theoretisch auch scheiße aussehen. Genau. Hey, gut. Mhm. Also, ist wieder Schule, was willst du? Was ich will? Ja, warum? Ich meine, ich hab ja nicht dich angerufen, wa? Ja, du bist ein Arschloch. Oh, Anuschka, guck mal, eine Träne, nur für dich. Super Idee. Anni. Mein Gott, das, genau deshalb ist das nämlich die letzte Sendung. Weil ich das ja nicht mehr nötig habe. Ja. Hallo, ja, hallo, du da. Ja, hallo, du da, hier ist Stefan, grüß dich. Hi, Stefan. Wie geil die? Ey, bist du verheiratet, Stefan? Ach, was soll ich denn damit? Ja, hast du Glück gehabt. Ja, ne? Das sehe ich auch so, ja. Genau. Über 5 Jahre. Ja, erzähl. Ja, was machst du hören? Lottozahlen. Oh, Mann, die Lottozahlen. Ja, die, ja, ja. 8, 1. Erzähl mal weiter, ich geh mal schnell in Song. Was willst du? Ja, erzähl mal. Erzähl weiter, ja. Ja. Ja, ja. Genau das. Familien, scheiße. Ja, hast du, kannst du nicht 6 zusammenhängende Zahlen hintereinander von dir geben? Doch, die 8, die 1, die 12, die 14, die 22 und die 19. Du hast nicht viel in der Schule von Rhythmik gelernt, wa? Nee, kenne ich nicht. Man sagt ja erst 1, 8 und so weiter. Aber ist in Ordnung. Hast du noch was richtig Bedeutendes, dass es Sinn macht, dich in der Sendung zu lassen? Was richtig Bedeutendes? Hm? Hau ab, du Spacken, sonst gib auf die Backen. Wo? Auf Typen wie dich. Können wir alle nicht. Übrigens, die erste Frau, die vorhin angerufen hat, die hat eine erotische Stimme gehabt. Bitte? Hallo! Ja, Peter? Ja, was ist dein Problem? Wo warst du so lange, Alter? Eine Woche weg, wa? Nee, Alter, länger. Nee, wo warst du? Nee. Hab ich dich verpasst, oder wie? Mhm. Oh. Ey, Alter! Hä? Willst du dir mit einem Anruf bei mir mal Geld verdienen? Ja, nun. Wie denn, Alter? Weil der Südwestfunk, kennst du Südwestfunk? Nee. Das ist eins von unseren Bundesländern. Das nennt sich Südwest. Oha, ja. Das ist da, wo nicht der Norden ist. Ja, ganz unten. Die würden gerne filmen, wenn ich euch fertig mache. Du uns. Peter, du bist ein Guter. Du willst uns fertig machen. Ich bin Guter. Wer hat das gesagt? Das war Horst hier. Gib mir den. Also der hat ja recht. Hier. Ey, Mann, Peter, wie geht's dir? Ey, super Frage. Eine super Einleitung für so ein Gespräch mit mir. Ja, klar. Unterhalte mich endlich! Womit denn? Was willst du hören? Ah, geil, Pop aufs Gesicht. Das... Porsche. Porsche in Gold. Porsche bitte. Dafür nicht. Hallo. Hey, grüß dich, Peter.
Sind wir beim Bund oder was? Was? Sind wir hier beim Bund? Ne, du sprichst so wie mein Feldwebel. Da kann aber auch nicht angehen mit dir, ne? Und der Alter sauer, was du hier machst, ne? Findest du auch, wa? Ja. Herrsch dich mal ein bisschen hier. Ich fände auch scheiße, dass hier zum Beispiel jeder Fernsehen machen kann. Fick scheiße. Ja, tut mir echt leid für dich. Ist auch scheiße, die ganze Meinungsfreiheit. Ja, hast du vollkommen recht. Auch Demokratie ist auch scheiße. Sag mal, ein Wunder, dass man durchkommt hier. Bist du durchgekommen? Ja, wie lange hast du gebraucht? Jetzt sag mal, jetzt spontan, wie lange hast du gebraucht? Marco, um diese Sendung durchzukommen? Also, rausgeflogen bist du ziemlich schnell. Hat sich mal ein Blitz gemacht und dann warst du mal, ey, ist dir bewusst, dass wir erst 13 Minuten... Hey! Ah, ja! Was ist eigentlich für ein Proll, sag mal? Ey, bin das Glück dieser Erde. Schicke Brille, wie kriegst du deine Frisur hin? Ey, meine Frisur? Ja. Das ist ja... Ja, also... Du möchtest den Finger in die Steckdose oder was? Nein, Ey, Mensch. Man nimmt den Zauberstab. Den Zauberstab, hast du doch gar nicht. 12 bis 14 nein, Bewegungen nein. Vor und zurück. Nicht seitwärts, hey, seitwärts immer ganz doof für Vorhaut reißen. Gut, hast bist du versaut, okay. Ey, bist scheiße, Mann. Ja, weiß ich. Willst du meinen Bruder mal labern, der ist besser drauf. Ja, du. Du. Und dann ist jetzt mit Peter oder was? Bist du auch Peter? Nee, ich bin nicht Peter. Wie heißt du denn? Christoph heiß ich. Christoph? Ja. Und auch du hast nichts zu sagen. Ey, labern Bruder nicht an. Willst du mir jetzt niedermachen? Willst du mal anmachen, du Spacken? Ey, ich komm mal vorbei. Nee, auf. Ey, aber ich muss dir sagen, das ist echt scheiße, dass du jetzt aufhörst, weil dich kann man gut zur Sau machen. Oh, geiler Gag! Nee, echt schlecht. Ist nicht schlecht. Muss noch ein paar Mal da spielen, das ist echt cool, ey. Weißt du, was anstrengend an dieser Sendung ist? Na? Alle Anrufer im Kopf zu haben, weil das ist ja abgesprochen. Alles auswendig wissen. Das ist, ja, ist nicht schlecht. Ey, wie war dein Name? Hugo. Ach, Hugo war der rausfliegt, wa? Tschüss, Hugo. Ciao. Ciao. Wenn ihr jetzt schlau seid, ruft ihr jetzt einfach mal nicht mehr an. Wollen wir einen rauchen hier? Ja. Hallo? Was schönes Ding. Hörst du mich? Jo. Was willst du denn? Oh, ich weiß, ich habe gerade einen Kanal erwischt und dachte mir so, Mensch, die Nummer, die... Und, ey, Alter, ich wette, du bleibst jetzt bis Ende der Sendung drin. Ja, ich glaube auch. Ja, siehst du? Ich habe mal öfter gesehen, das ist ganz kommod eigentlich so. Ja, findest du auch, wa? Ja, ja, ey, würdest du Pickelcreme kaufen, wenn es die geben würde? Gibt's die schon? Ja, Peters Creme, ja. Wo denn? Ja, das ist bei Beate Use, müsst ihr bestellen. Nee, da bin ich noch nicht alt genug, glaube ich. Da kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ich glaube, da bin ich noch nicht alt genug. Da kommt. Ey, super. Wie findest du das jetzt hier draußen mit Rauchzigarettenpause? Du, ich rauche mir auch gerade eine. Willst du auch eine rauchen? Jo. Ja. Ey, weißt du, was scheiße ist? Na? Ich hab keinen Blitz. Oh, man wollte mich gerade wegblitzen, was? Nein, nee, mach mal, red mal weiter. Du bist ja angenehm. Für einen Mann bist du schon angenehm. Ja? Ja, komm, du. Sag mal, worum geht's eigentlich? Du hast doch eigentlich sonst mal ein Thema da, oder? Soll ein Thema geben? Oh, wenn du Bock hast. Versoffene Redakteure in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Darüber könntest du dich jetzt mal äußern. Oh, ich leider erkenne ich keinen. Bin eigentlich überfordert mit meinem Thema. Ja. Das ist alle. Oh Mensch, ich hab kein Feuer. Kannst du mal Feuer geben? Ich komm mal an den Bildschirm ran. Was? Ich komme mal hier mal an den Bildschirm ran. Du musst mir mal ein bisschen Feuer geben. Ich bin hier schon... Ja. So. Du solltest vielleicht mal die Mango aus dem Mund nehmen. Ach so, daran liegt's. Oh, mach mal ein bisschen leiser, Gregor, hier. Das gibt mir so Kopfhörer. Ey, komm mir nicht. Bitte? Was versteckst du da? Was? Ich hab's gesehen. Was war das? War das deine Pickelcreme? Nee, das ist ja ein Wunschtraum von mir. Ah. So ein Mikro zu haben, was hier so eingeklemmt ist. Und dann kannst du deine Hände frei bewegen. Verstehst du das? Kommt gut. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Findest du auch, dass diese Sendung viel zu obszön ist für diese Zeit? Nö, für die Zeit finde ich es richtig obszön. Wie findest du meine Ray-Ban-Brille? Geschmackvoll. Geschmackvoll. Ja. Und auch so mit diesen ganzen Schwitzen, dass das live ist. Das ist ja nicht live, weil da schwitzt mir immer Wasser ins Gesicht. Dich amüsierig anscheinend wirklich, wa? Ja. Ey, Ede kollabierst. Tschüss denn. Ja, mach's gut. Ich war nett. Schönen Abend. Ja, war schon gut. Ja, ne? Ach, weißt du, ich meine... Guck mal, wie blöd. Ja. Ja, Jun. Ich sag euch, lasst den bitte rauchen, das ist ja ein Hallo. Hallo, du da. Hi. Wie geht's dir denn?
eigentlich ganz gut. Ich würde zwar jetzt auch gerne eine rauchen, aber ich mache gerade eine Raucherpause. Von daher wäre ein bisschen Du machst eine Europapause? Raucherpause. Auch nach dem Sex keine Zigarette mehr? Nee, nach dem Sex nicht, nach dem Fernsehen nicht, nach dem Essen nicht. Hast du eventuell keinen Sex im Augenblick? Heute Abend. Oder hast du was zu essen? Wenn du wissen, was zu essen hast, dann braucht man keinen Sex. Ein paar Chips und solche Sachen. Chips? Ja. Lass mal knistern in Fernseherin, mach mal. Das waren aber keine tollen Chips. Das sind die Billion von Aldi, die nicht so... Nix, Aldi. Nur funny. Ey, was sagst du dazu, dass die Frau Balsen sich scheiden lassen will? 52 Zähne, alle oben. 52 Zähne, alle oben. Ja, du kannst mir nicht folgen, das ist das Problem. Was kann ich dir nicht folgen? Jetzt mal ehrlich. Wenn du das entscheiden müsstest, Fernsehstar oder Rockstar, was wär für mich besser? Was für dich besser wäre? Ich würde sagen, du bist eigentlich so der bessere Magier-Typ, so. Ey, ist doch gerade so ein Magier in Hamburg. Und Claudia? Ja, Claudia. Claudia. Ich meine, ich hoffe ja immer, dass er sie mal wegverzaubert und nicht wiederfindet. Ja, und dann bist du an der... Ich weiß gar nicht, was du da im Studio sitzt. An deiner Stelle wäre ich jetzt im CCH und würde sie mir reinziehen, die Show. Und die Frau ist doch immer dabei. Setzt dich neben ihr, machst sie an, gehst mit ihr raus und alles hat ein glückliches Ende. Ich breche hiermit jetzt die Sendung ab. Ja, darauf warte ich schon die ganze Zeit. Claudia, ich komme! Schnell bei dir. Ey, warum ist der jetzt rausgeflogen? Der war ja eigentlich nett, wa? Warte mal. Geht das schon als Stimulanz bei dir? Merkt ihr, wir haben jetzt einen Hänger, weil wir keinen Anrufer haben. Na du Penner. Ey, super Anruf, super Idee. Geil, gute Einleitung. Erzähl. Was? Was Produktives. Was findest du denn produktiv? Tschüss. Digga. Das ist die ehrliche Show. Hallo, Peter. Im Radio. Hallo? Hallo, Peter. Was kann ich für dich tun? Ja, weiß ich nicht, ob du was für mich tun kannst, aber vielleicht kannst du was für entartete Kunst tun. Entartete Kunst? Ja. Ihr schon wieder? Nein. Ich bin ein einsamer Fan von Entartete Kunst. Ja, ich finde das auch. Das ist schon ganz gut. Ne, ist nett, ne? Ja, ist nett. Hast du das Tape gekriegt jetzt? Was? Das Tape von Entartete Kunst. Hab ich leider noch nicht gekriegt. Hast du noch nicht gekriegt? Nein. Naja, ich werde mal mit Olli schnacken, ja. Ja, solltest du vielleicht mal machen. Ich meine, wenn ihr berühmt werden wollt, dann ist es ja logisch, dass meine Show geht. Peter, also ich bin nicht bei Entarteter Kunst. Aber du würdest ja nicht bei denen sein. Nein. Du bist nur ein Fan? Ja, ich bin ein einsamer Fan. Und auch ein Fan von mir? Ja, natürlich. Kannst du das mal begründen? Begründen? Muss ich das begründen? Ja, nee, ich will das eh mal begreifen, warum das so ist, dass ich wie eine Droge quasi... Ich soll ja jetzt schon Potenzprobleme helfen können. Ja. Also, ich weiß von Frauen, die das ab und zu mal gucken, wo der Mann so ein Problem gehabt hat. Ja. Oh no. No. Nee. Bring mich mal jetzt auf ein anderes Thema. Ja, Das ist zu intim. Nee, nicht ich jetzt. Ich plauder nicht darüber, ja, ne? Wie bitte? Guck mal, das ist ein Mikro. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich, ja. Ich plaudere nicht gerne darüber. Verstehst du? Weil ich verhaspel mich dann immer. Und dann sage ich, also ich habe das schon mal gehabt, dann habe ich Namen von Frauen gesagt, die ich zwischendurch hatte. Das war ganz doof, ja. Also, ja, du lachst, du hast mich doch erwischt, wa? Das war doof, ja. Du bist noch dran? Ja, ich bin noch dran. Ja, pass auf jetzt hier. Super. Du bist der erste Mikrofon-Rausflieger. Oh, das ist irre mit den ganzen Blitzen. Ich kann ja hier alles, guck mal, ich kann jetzt hier auch hier. Peter? Ja? Was ist denn das für eine Weste da? Man nennt mich auch Peter Glitter. Die sieht ganz schön warm aus, Alter. Die ist ja nicht warm. Die da wäre ich ganz vorsichtig mit. Gore-Tex. Gore-Tex? Die hält den Schweiß innen drin, ja? So warm sieht das Ding aber nicht aus, ey. Was? So warm sieht das Ding aber nicht aus. Also, was willst du? Willst du mit meiner Weste plaudern oder mit mir? Wo hast du die denn gekauft, Mann? Mit dir, na gut. Geschenkt gekriegt, ja. Na gut. Da hat eine Frau mal gesagt, der goldene Peter... Hä?
heute, Peter? Oh, irre, sag ich mal. Du glänzt aber auch, du glänzt heute, Alter. Ey, wisst, was ich mir schon für Lobesarien angehört habe? Ey, wisst, was mir mal passiert ist? Nee, weiß ich nicht, aber Peter... Soll ich dir das mal sagen? Ja. Da ist die Frau aufgestanden und hat mir applaudiert. Das ist geil. Kannst du dir das... Kannst du, wie peinlich das mir war, verstehst du? Kann ich verstehen, auf jeden Fall. Ich hab ja gewusst, die hat keinen gehabt. Was? Oh, Essen. Schlecht! Aber Peter... War ein Versuch. Mein Gott, wie sollte das jetzt noch 35 Minuten müssen wir das noch machen? Ich kann nicht helfen. Ey, wollen wir die Sendung mal einfach ändern? Du machst sie und ich nehme die Kamera. Ich meine, von der Optik her ist das halt nicht schlecht. Hey Peter, du Schwuchtel! Noch eine Chance. So, hörst du mich schon? Du musst dich nicht sehen und das ist am besten. Ey, pass auf. Also, ich soll dich zur Sau machen, aber erstmal muss ich meinen Auftraggeber outen. Da oute ihn. Olaf Heiner. Mann, weißt du, was er mir erzählt hat? Er hat dich letztes Mal gesehen, wo du gerade im Puff gehen wolltest. Sadomaso und so. Du, da halt... Ist das wahr? Da habe ich 3,5 Wochen echt nur Trockenbrot, die erst damit ich leisten kann. Und er meint, du hast ihn eingekaut. Nee. Das war eine ganz andere Session, ja. Da musste ich das ganze Studio lecken, ja. Das gefällt dir, wa? Hast du jetzt aufgelegt? War dir zu persönlich, wa? War nämlich da eine Dreckwandsbude, wa? Peter, ehrlich, wie sie das sagt, wa? Geil. Hallo, du bist eine Frau! Ja! Alles klar bei dir? Ah, ich bin Esoteriker, ich weiß das immer vorher. Weil das hat mein... Nee, sag jetzt lieber nicht, wo ich einen Stromstoß beinahe gekriegt habe. Was willst du denn? Ja, ich wollte dir mal sagen, dass ich dich eigentlich so ganz cool finde. So, aber? Ne? Weil da rufen bei dir 1000 Arschlöcher an und beschimpfen dich mit Schwuchtel, was ich absolut beschissen finde. Weil was hat das damit zu tun, ne? Du als Frau jetzt, wa? Wo du siehst das, dass ich dein Guter bin an den Halsschlag, Alter. Sei mal ehrlich. Nö, also daran erkenne ich das nicht so, aber... An der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes. Alles Quatsch, ihr müsst auf eine Halsschlagader gucken. Nee, deine Weste finde ich ganz cool, weißt du? Die flasht mich voll an, eigentlich so. Baby, du musstet mal sehen, wenn die auf nackte Haut liegt. Echt? Oh, schweißgebadet, nackte Haut. Und vor allen Dingen auf die Dinger, die Schweiß können wir weglassen. Die Paletten gehen manchmal ab und schneiden sich in deinen Rücken. Ey, cool, ey, mach das mal. Für dich? Ja, komm. Mit nackter Haut? Ja. Oh. Es macht mich ganz verrückt. Wie heißt du überhaupt? Antje. Scheiß Name. Obwohl, ich kenne... War mit A. Ich kenne eine Antje. Und die ist nett. Hi. Selber hi. Ich kann es ja gar nicht glauben. Ich habe es geschafft, durchzukommen. Ey, wie lange hast du versucht? Naja, so ungefähr 2 Tage, hätte ich fast gesagt. Das wäre jetzt doof, was? Lass mal ganz kurz. Du kannst mich immer unterhalten, indem man deine wunderbare Kamerafrau einmal noch durchs Bild gehen lässt, weil ich finde sie einfach wunderschön. Oh, danke, wie alt? Meinst du mich oder meinst du dich? Wie alt du bist? Naja, also ich denke mal, wenn ich so deine Augenfalten sehe und meine Augenfalten sehe, haben wir ungefähr ein Alter. Sag jetzt dein Alter. Naja, so roundabout 30. Gut, hast du irgendwann mal einen Lastwagenunfall mit deinem Gesicht gehabt? Das haben wir doch alle mal gehabt. Das ist bei Anna sehr wichtig, ja? Und dann darfst du keine braunen Augen haben. Hast du braune Augen? Nee, ich habe grüne Augen. Und was du gar nicht gut können müssen... Na? Also sexuell musst du eine Niete sein. Ja, das passt. Ja, dann red doch mit ihr. Du hast ja auch schon einen guten Vorschlag gemacht. Du wolltest doch mal tauschen mit ihr. Ja, sie will ja nicht. Warum denn nicht? Ich gehe einmal vorbei, aber ich will nicht reden. Also höllisch gut. Guck mal, du, also in diesem... Also wunderbar. Roten, du bist da voll in diesen roten Schein von ja. Baum. Guck mal hier, oh, das sind Bilder, wa? Ja, ist ja einmalig. Ey, ich sag's dir, Alter, mach Fernsehen, dann kannst du auch mal so eine Frau im Arm halten. Das ist ja eine Leasing-Kamerafrau vom offenen Kanal hier. Bist du noch dran? Ja, klar. Hast du hier... Ich wusste nicht, ob dein Text schon vorbei ist. Was? Ich wusste nicht, ob dein Text schon vorbei ist. Na, hin wie her. Ich wollte auf alle Fälle eine Freude machen. Ich dachte einfach, die Kamerafrau muss den ganzen Abend dich so filmen und kriegt dann irgendwie dumme Kommentare und so. Ist doch einfach auch mal schön, wenn sie mal irgendwie, ne? Danke. Das war's. Ich blitz mich jetzt raus. Tschüss. Der war nett.
Der war so nett. Also, dass in der letzten Sendung so eine Lobesarien kommt, finde ich schon klasse. Der wollte mich sehen. Hallo? Dein Thema. Ja, sag mal, du bist der Hans Meiser dieses Senders, oder was? Siehst du hier irgendwo Talkgäste? Hier, guck hier, ja? Nichts, keine Talkgäste, ja? Kein Hans Meiser. Guck dir das an. Ich hab keinen Bauch wie Hans, ja? Ja, kein Wunder, du bist ja noch schlechter als Hans Meiser. Ich seh klasse aus, ja? Ich hab auch keine grauen Schläfen, ja? Wie kannst du... Warum vergleichst du mich nicht mit Ilona Christen? Wie bitte? Warum hast du mich nicht mit Ilona Christen verglichen? Ah, nee, so gut bist du nicht. Meiser hat noch nie seinen Bauch gezeigt. Scheiße. Gott sei Dank, mein Lieber, Gott sei Dank. Ach, das juckt. Ja, waschen, mein Lieber, waschen. Stelle merken und dann waschen. Ach. Kommt noch was? Nee, tschüss. Komm. Hallo. Hallo. Na du Idiot. Oh. Wie geht's denn dir? Ich dich mögen schon ganz gut, du gut anmachst. Du solltest mal zum Friseur gehen. Weniger Haare täten dir besser. Wo? Auf dem Kopf und wahrscheinlich auch um deinem Schniedel. Wenn du da überhaupt einen hast. Wo ein Mann einen hat. Ja, ich schaue deprimiert dran, hä? Überlegst gerade selbst, ob du einen hast. Vielleicht solltest du dir eine Lupe besorgen. Ja, sag doch mal was. Sonst bist du doch auch so schlagfertig. Ja, ja, kein doofes Gesicht hier ziehen. Roll dich aus. In der letzten Sendung passiert mir das. Tja, musst du zu deiner Mutter gehen, dich ausweinen. Mama war gut, gutes Stichwort, Mama. Ja, Mama. Wahrscheinlich bitte Muttersöhnchen. Nö. Doch, so siehst aber auch aus. Mama hat ja damals immer mich im Keller. Ja, mit dem Gesicht würde ich es auch tun. Und dann war das ja nicht der schwarze Mann, das war das Mama. Tja, deine Mutter hat wenigstens etwas Gutes getan, dich im Keller gesperrt. Nee, also wenn meine Mutter schlau gewesen wäre, hätte sie mich abtreiben lassen. Das hat sie wahrscheinlich vorher nicht gewusst. Ja, nee, da hat sie damals noch keine Prämie gegeben. Ciao, ja. Alter. War schon sehr lustig. Haha, wir haben uns amüsiert! Ich bin Julia. Hallo, Julia. Na? Julia? Ja, ich rufe das erste Mal an, ich verfolge deine Sendung eigentlich schon sehr lange und ich bin das erste Mal durchgekommen. Ich habe es auch das erste Mal probiert, aber... Erste Mal gleich durchgekommen? Ja, ich wollte dich beglückwünschen eigentlich. Warum? Zieht ihr nicht bald um? Oder ist, weil du sagst, letzte Sendung? Ich ziehe mich jeden Tag um. Sollte man vielleicht, wenn man was auf sich hält. Ja, bis auf die Unterwäsche, das... Du kannst den braunen Streifen ertragen, sagst du. Nee, ich kack ja seitdem nicht mehr, seitdem ich nur noch drei Hosen habe. Ist ja auch nicht. Würdest du das aus? Julia! Ja. Habe ich dir das schon mal gesagt, oder? Nein! Was wolltest du? Die Hand, hallo. Hast die erotische. Grüß dich, ich wollte dir auch sagen, pass mal auf, deine Kamerafrau hat wunderschöne Haare. Wie lange braucht man in etwa, um die Haare so lang zu bekommen, wie sie hat? Sag mal bitte. Guck mal hier. Oh, ich finde die wunderbar. Also, oh, ja, ich habe... Ich züchte noch, weißt du? Guck mal. Ja, ich züchte noch. Ich bewundere das. Echt, ich finde das schön. Und das Schöne ist, du kannst da reingreifen. Oh, aber das tut weh. Das lassen wir lieber. Das hat nicht weh getan. Aber wie lange habe ich dafür gebraucht? Ungefähr. Zwei Wochen? Ah, ganz bestimmt mehrere Jahre. Also fünf, ich schätze mal ab 5 Jahre aufwärts irgendwie, ne? Ja, 6 Jahre. Ey, das ist das erste Mal. Nach 70 Stunden hier im Studio stehen, dass ja. Ich jemand Lebenshilfe geben konnte. Warum? Mir? Bis jetzt auch die Haare so lang kamen? Ich lasse mir Zeit. Wie sind deine Haare? Bitte? Wie sind deine Haare? Lang und blond eigentlich. Schulterlang und blond, aber nicht so lang wie ihre. Und so aktuell, hast du einen Freund, hast du keinen Freund? Nee, ich habe im Moment keinen Freund. Warum nicht, Julia? Ich komme auch alleine ganz gut klar. Ich habe viele Freunde im großen Bekanntenkreis. Aber Julia, jetzt mal ganz, ganz unvoreingenommen, so ein Typ wie ich. Ja, macht mich persönlich nicht an. Du wirkst vielleicht auf alle anderen nett, aber ich glaube, der Mann für mein Leben sieht anders aus. Wie sieht er denn aus?
der pflegt sich mehr, glaube ich. Also nichts gegen deinen Körperkult. Aber für mich wäre ungepflegt? Das nicht ausreichend. Wo bin ich denn ungepflegt? Im Gesicht. Im Gesicht? Ja. Warum? Du siehst so... Er schwitzt aus. Klebrig. Aber weißt du, was das hier ist, hier unter den Scheinwerfern, die die Welt bedeuten? Muss ich mal gut abpudern. Vor der Sendung. Also gut. Wie Hans Meiser, ne? So. Das ist das zweite Mal mit dem verglichen. Nein, es tut mir leid. Also ich wollte das nicht so direkt, ich wollte dich nicht verletzen, sagen wir es mal so. Welche Seife soll ich denn nehmen? Von dem Puderquass oder von deinem nur Gesicht, mal die Sicht, da kann man ja notfalls bandagieren. Dann hast du den ganzen Adonis-Körper so für dich. Adonis. Heißt das nicht so? Handtuch. Körper, du. Findest du nicht? Also das, was ich sehe, sieht nicht danach, entschuldige, es mag ein Vorurteil sein, es sieht nicht danach aus. Stehst nicht auf dünne Männer. Wie groß bist du? 1,83. Das ist nicht wahr. 1,73. Ist mir zu klein. Mein Mann muss mindestens 1,85 sein. Also das ist ja nur eine Frage des Wollens. Du? Ja. Guck mal, wie groß er ist. Ja, das ist der Raucherhusten, ja, der abgelegte. Entschuldige. Ich kann. Du musst dich nicht entschuldigen, dafür nicht. Ja, gut. Ich meine, wenn du so nichts von mir willst, ja, dann kann ich auch sagen, dass du eine alte Schnalle nur bist, ja? Nein, ich hab einfach das Gefühl, man kann sich mit dir ganz nett unterhalten, wenn man selber ganz gut drauf ist, so, ne? Du bist gut drauf? Eigentlich ja, doch. Ich komme. Du weißt es doch mal. Soll ich jetzt einen Witz erzählen oder was? Oh, da kannst du mal einen Witz, gibt es ja diese diskriminierenden Witze über blonde Frauen, die doof sind? Nein, da kenne ich keinen. Kennst keinen? Nee, weil mich das nicht interessiert. Gut. Ich bin nicht dumm. Also mach mal spontanen Witz jetzt. Ein spontanen Witz. Ja. Ist das anstrengend? Also mir fällt, also weißt du, geht der Neger um die Ecke, ist der Bus weg. Aber ich meine, ich bin nicht so ein Typ, der jetzt Witze erzählen muss, um sich zu artikulieren in irgendeiner Form. Peter. Peter, du musst jetzt noch. Peter? Hm? Ich wünsche dir viel Spaß noch und mach's gut. Wir beide werden keinen Spaß haben. Nie. Schade eigentlich. Gut, dass ich das mit der erotischen Stimme noch nicht gesagt habe. Bleibt mir das also jetzt noch als Chance. Ja? Hallo? Hallo Peter, ich wollte nur fragen, du sag mal, in der letzten Sendung war doch der Bernd da, ne? Bernie war gut. Und wieso ist er heute nicht da? Dann wollte er doch heute kommen. Er kommt wahrscheinlich auch. Ja, das Problem war, Bernd muss heute einspringen für einen anderen Künstler, der heute Nachmittag flugzeugmäßig abgestürzt ist. Reinhard May ist jetzt tot und Bernd ist da. Und er soll jetzt Coverversion über den Wolken. Nee, sag mal ehrlich, kommt er denn noch? Weil die Kamerafrau da eben noch gesagt hat, er kommt noch heute. Ja, aber nicht hierher. Oh. Möchtest so ein Elend aber auch. Möchtest du Bernd mal wiedersehen? Ja doch. Dann kannst du das auch. Ja, ich weiß noch wo, aber schwierig. Soll ich dir seine Telefonnummer geben? über Band? Seine private? Wenn du es machst. Was zahlst du? Oh, hast du eine arme, männliche, tiefe Lache. Alleine die Vorstellung, ich zieh mich nackt aus. Wer ist denn der Kerl da im Hintergrund? Mit dem hast du eben auch schon gesprochen. Ja, dann hau ab. Danke für die Blumen. Alte Kuh. Kann ja keine Kuh sein, weil ich hab kein BSE. Aber du wirst spätestens in 2 Jahren auf deinem Sofa liegen, zocken und dann werden da Löcher in deinem Hirn sein, ja? Peter? Hau ab, dich will ich auch nicht. Wer ist nur noch Weiber? Ich will jetzt immer loswerden. Ey, du da. Ruf doch wieder an. Ja. Das hat mir so leid getan. Das Mädchen ist gekommen. Du bist ein Mädchen? Und das Mädchen ist gekommen und das Mädchen, das arbeitet bei Viva, möchte ich arrangieren als den Ray Cooks von Viva. Gibt 800.000 Mark in der Stunde. Zu wenig. Ciao. Tschüss. Aber war schon ein guter Einfall dafür, dass du das alles auf den Zettel geschrieben hast. Ich frage jetzt einfach mal den ARD-Typen da, ob das so gut ist, ob ihm das gefällt. Einfach jetzt mal so eine Zwischenbilanz. Okay. Was machst du eigentlich so den
ganzen Tag? Was arbeitest du denn? Ja, ich treffe mich viel mit Frauen, die ich durch diese Art von Sendung kennenlerne. Welche Augenfarbe hast du? Blau. Oh, wie blau? Hell oder dunkel? Naja, das kommt je nach Tageslicht an. Ich finde mich dunkelblaue Augen geil. Die findest du geil? Ja, die sind geil auch. Würdest du alleine schon, wenn du die Vorstellung blaue Augen hätte, feucht? Oh. Nein, Mann, Peter. Hinter den Ohren, wenn ich... Nein. Findest du, dass ich mit Frauen zu sexistisch rede? Zu freundlich? Ja. Ey, ja, Frauen steht doch auf sowas. Nee. Findest nicht? Ich muss doch freundlicher sein zu uns. Wie heißt du denn? Jasmin. Hallo, Jasminchen. Aber fragst du mich, wie alt ich bin? Wie alt bist du denn? 17. Oh, zu alt. Wieso zu alt? Ich werde jetzt dieses Jahr... Wann denn in diesem Jahr? Übermorgen. Kommst du aus Bornbeck? Nee. Wo kommst du denn her? Wandsbek. Wandsbek? Ey, Jasmin. Ja? Du hast die erotischste Stimme. Zu wieso sagst du das denn immer? Weil das ist unser Running Gag. Kennst du Running Gag? Nee. Das sind englische Fachausdrücke, die fernsehmäßig aufgearbeitet worden sind. Hier, ich habe noch eine Frage. Was, jetzt wirklich die letzte Sendung? Ja. Nee, ne? Doch. Das sagst du jedes Mal. Also ich schwöre euch, heute ist das die letzte Sendung, die heute hier auf dem offenen Kanal läuft. Nach mir wird heute nichts mehr kommen. Natürlich. Heute kommt nichts mehr. Nee, heute dann nicht, auf den nächsten Donnerstag. Ja, da... Ich mach mal Führerschein. Ja, eventuell, wenn mein Team mich wieder überredet, die Vitaminpillen wieder auf Rezept gibt. Und das Ecstasy nicht mehr nachwirkt. Das ist ja so scheiße mit dem ganzen Ecstasy. Du, Peter, du hast meine Brille geklaut. Diese? Ja. Die habe ich gekauft. Ja, das ist aber meine. Das sind... Ich kann euch ja mal den Geschäftssinn von Peter erklären. Ja. Gekauft eine Mark auf dem Flohmarkt. Ja, aber meine habe ich geklaut. Ohne Handeln. Und die habe ich auch gekauft. Wo hast du eigentlich die Weste her, die du anhast? Diese Weste? Ja. Die ist von Papa. Nee, glaube ich nicht. Sag mal jetzt ehrlich. Doch, das ist die Hochzeitstanzweste von meinem Papa. Ich möchte mich auch solche haben. Kannst du die gewinnen? Die kannst du gewinnen. Nee, was bietest du denn für diese Weste? Was? Was bietest du denn für diese Weste? Ich fahr schon mal auf die 50 Mark? Sag! 50 Mark! 50 Mark nur? Wieso nur? Du hast sie doch getragen. Ja eben, deswegen macht das ja das Ding so teuer. Du hast viel zu lachen, aber sonst nicht im Leben, wa? Doch. Hast du einen Freund? Nee. Warum habt ihr alle keine Freunde? Ja, weil ich keinen Bock auf meinen Twitch drauf habe. Ja, warum rufst du mich dann an? Ja, weil ich gerne mit dir quatschen möchte. Das haben wir ja getan. Entschuldigung. Was? Ja? Hallo? 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 Jetzt könnt ihr zu Hause nur sitzen und hoffen, dass die Batterie bald zu Ende ist. Ja? Hallo? Hallo? Also mir macht das nichts aus. Ich rufe ja da nicht an. Hallo? Peter? Ja, mach. Ja, was? Mach was. Ich glaube, es war ein Mädchen. Ja, und? Habe ich doch heute gar nicht mehr nötig, wahrscheinlich, oder? Ich sage jetzt nicht Hallo, da machst du auch nicht den Blitz, ja? Was? Ich sage jetzt nicht Hallo, da machst du auch nicht den Blitz. Ich habe ihn ja auch gar nicht in der Hand. Ich bin dir so dankbar. Ich spuck dich jetzt raus. Spucken, das wird das Neueste. Nein, los, erzähl. Ja, was erzähle ich dir? Ich erzähle dir, dass ich meine letzten Tage in Hamburg genieße. Du hast deine Tage? Ja. In Hamburg? In Hamburg, ja, wo denn so? Genossen? Du auch schon wieder? Ja, schlaf ich noch davon, ja. Ja, und wo gehst du hin? Ich gehe nach Köln und das möchte ich jetzt ganz Hamburg erzählen. Wann denn? In 2 Wochen. Dann kannst du ja noch 2-mal Peter Ehrlich Show gucken, wenn es die noch geben würde. Ja, die gibt's ja auch noch. Nee. Ey. Ja? Du hast die erotischste Stimme, die ich schon mal gehört habe. Du hast die erotischste Weste, das ist unser Run.
Also, was willst du in Köln? In Köln will ich endlich mal arbeiten. Endlich mal. Ja, hier lebe ich nur von Sozialhilfe, so wie du. Und ist aber klasse Geld, wa? 504 Mark. 504 kriegst du? Wie viel kriegst du denn? 783. Ey, welchen Soziamt bist du? Wo zockst du die Kohle ab? Barmbek-Uhlenhorst. In Uhlenhorst? Ach, da kriegt man diesen reichen Bonus, wa? Ja. Du hast reiche Eltern, wa? Was hab ich? Hast keine Eltern mehr? Eltern habe ich, aber die leben woanders. Es gibt so viele Kinder auf dieser Welt, die keine Eltern mehr haben. Das ist ja nicht mein Problem. Stimmt, da wäre ich das nicht sein Problem. Ja, mach weiter! Ja, entschuldige, ich habe gerade gesagt. Nee, pass auf. Ja, was? Nie entschuldigen. Nie entschuldigen? Du musst immer so selbstbewusst sein, dass du sagst, egal was ich mache, ich muss mir nie entschuldigen. Na, das ist ein bisschen albern, ne? Nee, das ist ein Grundsatz! Das ist ein Grundsatz! Wenn du das nicht einhältst, ja, dann bist du in deinem ganzen Leben, bist du immer ein Loser, verstehst du? Dann sagt dir einer, dann sagst du, ja, Entschuldigung, ich mach das nicht mehr, ich fahre nicht mehr bis auf ein Auto und dann gehst du auch bei Rot nicht mehr über die Straße. Wenn du mit Entschuldigung anfängst, ist du! Grundsätze sind sowas wie Prinzipien und sowas ist ja wohl scheiße. Ey, komm, nicht so eine schweren Sachen, wo ich nicht mitkomme, ja? Ja, jetzt bist du im Moment. Prinzipal. Prinzipal ist aber ganz anderes. Kannst du mir mal klären? Prinzipal? Das ist irgendwas Lateinisches, fürchte ich. Peter ist ein Ritual. Ein Ritual? Ja. Ja? Mit den Kraft von zwei Herzen. Ein heidnisches Ritual. Nicht so diese Jesus-Hampelmänner da, ne? Doch, ich stehe. Du bist auch so einer, ich lässt dich in der Alster da nochmal taufen und... Ja, ey, pass mal auf, ich werde dir jetzt mal was sagen, ja? Okay. Du kannst bescheuert sein und blöde Sachen machen, ja? Mhm. Aber du kriegst einen ganzen Artikel im Spiegel. Ja, habe ich nämlich gelesen. Ich bin berühmt, reich und sehe sexy aus und habe noch nie einen Bericht im Spiegel gehabt. Du hattest einen Hamburger Abendblatt, das ist auch was. Ja, aber ohne Bild, ohne Taufe, ohne die ganzen Weiber, die dahinter stehen. Ja, so Farbfotos und so, ne? Ja, also das ist klasse. Du, und das, also, nur weil der da oben das steuert. Oh Gott. Das Licht haut hier irgendwie. Ja, das bisschen... kommt auch wirklich nicht hin. Irgendwie mit dem zu viel Licht, das... Irgendwie... Kamerafrau. Guck mal, da bin ich wieder. Hallo. Guck mal, ich komm quasi aus dem Nebel. Hallo. Ey, du bist angenehm. Dankeschön. Erotisch habe ich schon gesagt, wa? Ja. Hau ab nach Köln, du Alter. Tu ich auch. Ciao. So, ich mach mir jetzt schon wieder schick. Weil ich gehe jetzt gleich auf die Piste und reiß Weiber auf. Prost, und wisst, wo ich hingehe heute? Prost. Ey, ich hab noch mal eine Tolle kennengelernt, die ist mir jetzt in Spanien gegangen. Ehepaar. Ganz über Spanien. Du, da gehe ich jetzt immer hin mit meinen Weiber zum Aufreißen. Müsst noch dran? Nach vorne geht. Gewesen. Ciao. Als die U-Bahn weiterfährt? Ja. Wie spät ist es denn? Oh, warte, da guck mal, da sind Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Muss ich mal die richtige Brille aufsetzen? Komm da hier einfach mal hin. Ey, wie ist das hier im Fernsehen, wenn Live-Fernsehen ist? Ja, weiß ich nicht. Ja, warte, guck mal hier, Menschen. Ich kann aufreißen. Was sieht denn da aus? Hallo. Jetzt habe ich wieder, oder was? Hallo, guck mal, da sind Menschen. Oh, nö. Menschen. Richtige Menschen aus Fleisch und Blut. Ja, echt, sag mal. Guck mal, da könnt ihr mal sehen, was ich für Weiber haben kann, wenn ich nur will, ja? Oh, nö. Da kommen schon während der Sendung hierher. Scheiße, ich werde auch Fernsehstar, glaube ich. Ey, das kann ich dir nur empfehlen, Alter. Die Messe. Oh, die war gut. Zeig doch mal. Ja, die da? Ja. Oh, nee, wie lecker. Wo gehen wir heute essen? Sie versteckt sich. Hinter no, schämt sie sich. Guck mal, so sieht ein versoffener Redakteur der AD aus hier. Guck mal. Ich kenne nur die von RTL, aber die haben auch so eine Nase. Ey, Alter, das ist Fernsehen. Ja, ich sehe dich. Du musst ein bisschen weiter reinkommen. Ist noch eine Brille da. Ah! Da! Jetzt hast du dich erschrocken. Ey! Tschüss! Tschüss! Ja. Bis dann. Nee, ich würde nie einen Gag zweimal in einer Sendung sagen. Nie. Das ist doof, ja? Du darfst Gags nicht verschleudern. Du musst entweder geile Gags haben. Guck mal, wenn ich hier ganz dick an diese Kamera rangehe. Oh, der kann ein Kameramann werden. Es ist gut heute. Hallo? Ja, ich bin es nochmal. Wollen wir oder wollen wir nicht? Wir wollen, bitte. Ich wollte dich fragen, was du damit meintest, nur die Skrupellosen sind die Gewinner, oder? Wortwörtlich? Ja. Ich habe da mittlerweile meine eigene Einstellung zu. Ich habe mal nachgedacht, Sabine. Ja, und? Ja, naja, da ist denn dieser Satz rausgekommen. Der zeigt aber immerhin,
dass du die Sendung von Anfang an gesehen hast. Logisch, weißt du ja. Ist heute nicht da? Doch. Guckt ihr auch? Momentan nicht. Schade. Hätte ich noch einige Sachen sagen können. Aber es macht mir Freude zu wissen, dass du jetzt eine halbe Stunde wieder versucht, das hier anzurufen. Ah. Frank, ich gucke jetzt. Kannst du mir was sagen, wenn du ja, möchtest? Ja, tschüss kann ich sagen. Nein! Das ist ja Terror. Ja, finde ich hoch. Sag mal, was die Kamerafrau hier? Tja. Ja, ich weiß auch nicht. ABM-Kraft. ABM, aber sag mal, was hat die gegen braune Augen? Nee, ich habe nicht braune Augen. Nee, was du dagegen hast, weil der wissen. So, kann ich nicht so was mit anfangen? Dackelblick. Wie klein ist die? Wie braune Haut. Wie klein ich bin? Die kann mir in die Augen gucken. Darf ich mal antworten? Ach so. Ich bin 1 Meter. Deine Sendung. 65. Das ist süß klein. Also. Ist das zu klein? Nö. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Warum willst du wissen, wie groß ich bin? Nee, nur mal so von der Statur her. Ey, willst du wissen, wie groß meiner ist? 1,75 von da unten bis hier oben. Mhm. Mein Adoniskörper, wollte ich sagen, wenn du da falsche Sachen gedacht hast. Guck mal, jetzt Zwiebeln. Ist das nicht klasse? Sieht das nicht irre aus? Wenn man das sehen könnte, ey, ja. Ey, weißt du, was ich manchmal denke? Dass selbst ich irgendwas Menschliches habe. Meinst du? Meinst du nicht? Vielleicht solltest du mal einen Arzt befragen. Ey. Eine Ärztin vielleicht. Oder ja, der. Die werde ich heute noch befragen. Intensiv. Viel Spaß. Station. Wähle 333 auf dem Telefon, wähle 333. Und wisst ihr, was noch ein Lied aus meiner Jugend war? Ja, meine Mutter sagte immer, ich hab Bohnen in die Ohren, Bohnen in die Ohren. Kannst du mir noch folgen? Noch, ja. Ciao. Ist mir allzu langweilig, außerdem dauert die Sendung noch 10 Minuten. Ich gehe heute zu einem Top-Spanier und danach in den Golden Pudel-Club. Zum Bier trinken ohne Ende. Peter, bist du? Hallo. Hallo. Wie ist dein Name? Jessica. Hallo Jessica. 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 Bist du die Jessica von Michael Stich? Nein. Bist du auch unzufrieden mit deinem Mann? Nö. Schade. Stefan. Wieso ist das deine letzte Sendung? Ja, ist die letzte. Wieso? Weil ich habe jetzt eine Freundin. Aha. Wie heißt sie? Mutti. Hat man nie gefragt. Das hat mich nicht so interessiert. Ja, hast du viel oder wie? Ja, ist auch doof, wenn du da immer mit dem falschen Namen anfängst, hängst du ganz blöd in eine Kacke drin. Mhm. Ich sag immer nur Schnucki. Schnucki. Schluckin hast du jetzt gesagt. Aber das ist dann eine übliche Folge davon. Schluckin, Schnucki. Ey, du bist ja eine Versaute. Haha. Bist du nicht versaut? Nee. Jessica, wie alt bist du? 16. Oh. Wieso kommt es eigentlich, dass ich heute, ey, vor ein paar Wochen habe ich so die 30-jährigen Weiber angemacht, heute die 16, 17-jährigen, wie kommt das? Ihr seid wahrscheinlich energischer hinterher, um mich zu kriegen, wa? Nee, wegen der letzten Sendung bestimmt. Findest du das jetzt auch traurig? Ja. Berührt dich das menschlich? Ja. Habt ihr schon mal jemals über mich in eurer Schule gesprochen? Ja, es geht eigentlich. Hast du schon mal gesagt, da ist ein Mann, der gehört zu mir? Naja, Mann kann man ja nicht sagen, ne? Das war jetzt gemein, das war jetzt böse. Weg. Ja. Weißt du, was ich nicht verstehe? Warum rufen die zusammen hier an? Stimuliert das irgendwie? Ja, hallo, hier ist Chris. Du meinst hier Stefan und Sabine? Ja, das verstehe ich. Hallo? Ich meine, ich kann dir jetzt mal eben sagen, Stefan sollte sie immer noch nicht mit dir pennen. Das gibt sich wieder. Hallo? Ist da keiner dran? Doch, ich höre dich. Ja, hi. Ey, wie geht's? Ja, war eine gute Einleitung. Ey, warum schwitzt du denn so? Weil ich jetzt aufgeregt bin und mit dir telefonieren muss. Oh, ich auch. Ah!
War schon lustig. War ein Top-Anruf. Wer ist so? Namen Peter. Hallo. Weißt du, was ich vermute, womit das zusammenhängt, dass du aufhören musst? Mit diesem neuen Sexistengesetz, das aber... Ich muss ja nicht aufhören. Hast du ja gesagt. Ich will aufhören. Das sagen wir alle, die müssen. Ich kann jederzeit entscheiden, wiederzukommen. Ja, was machst du, wenn deine Kamerafrau die Arbeit niederlegt wegen deinem Anmachen? Dann bist du geliefert. Also, wenn sie das macht, dann mache ich hier wirklich keine Sendung mehr. Weil die eigentlich diejenige ist, die sagt, nach jeder Sendung, mein Gott, war das wieder langweilig und harmlos. Greif doch mal in die Vollen. Echt? Ja, so ist sie. Ja, stell dir mal vor, sie würde genauso reagieren wie die ganzen anderen Tippsen oder so weiter. Und stell selbst im Museum, da können jetzt die Museumswärterin sagen, hängt den Rubens ab, der belästigt mich. Du, das Gute an meiner Sendung ist, dass selbst die abgelegten Weiber, die kicken weiter. Ja, der war gut. Der du war lachst, gut. Das stimmt. Der war gut, Tede. Weiter so. Und wie es dann noch besser ist, die Nachfolgerin ist auch schon da. Der Kamerafrau? Nein. Wir kennen uns schon zu lange. Ja. Peter, nicht. Na. Weg damit. Du musst das sein, wenn ich dran bin. So ist Peter. Deine Chance? Noch 6 Minuten. 6 Minuten lang soll ich dich jetzt unterhalten. Das wird schwierig, das schaffst selbst ich nicht. Gefällt dir diese Sendung? Die ist absolut geil. Soll ich weitermachen? Auf jeden Fall. Sag, dass meine Sendung besser ist als die von OK Radio morgens um 4:30. OK Radio, was ist denn das? Danke. Danke. Sehr gut. Danke. Mach ich gern. Ey, ich jetzt für dich. Tiefer. So muss das sein. Ey, wie heißt du? Moritz. Moritz, du warst ein Guter. Sag allen, Peter hat gesagt, Moritz ist ein Guter. Das nehme ich gern in mein Tagebuch auf. Momo, guckst du auf Lindstraße? Nee. Guckst du nicht? Können wir doch nicht weiter reden. Hallo? Hallo? Hey. Hallo, Ötzi, Mann. Ötzi. Ja? Hallo? Hallo Peter. Ich frage mich die ganze Zeit, warum da links oben über Love TV steht, warum da nicht irgendwie was anderes steht. Irgendwie Hate TV oder sowas. Was soll da stehen? Hate TV. Hate? Ja, weil du heute so hassig bist. Ey, mach mal, wir sind flexibel, pass auf. Ja, Love weg! Love weg! Hate TV hin. Hate? Mit Hate, aber du bist verbittert und irgendwie mal ganz schön motzig, ey. Ich bin verbittert? Ja, ich habe dich dreimal jetzt gesehen und irgendwie hat das die letzten 3 Sendungen immer abgenommen. Ey. Ja, weißt du warum? Ich bin verlassen worden, ja? Ich hab mir alle Mühe der Welt hier. Ey, da gucken so viel Zuhörer auf, Peter. Das ist überhaupt nicht wahr. Ey, du sollst echt weitermachen, weil es echt geil ist. Ey, ich verspreche dir, ich mach weiter. Hate wird EA geschrieben, ja? Christian! Hate! Richtig. Ist das richtig? Genau, dann hab ich noch eine Frage. Harte? Ey, das ist ja wie Mate. Das ist Hate, ja, sieht irgendwie scheiße aus. Was heißt denn das? Ich kann kein Englisch. Ich mach mal vorher ein Zeichen. Was heißt denn das? Nur mal ein Zeichen davor, dass es nicht so links rangequetscht ist. Das sieht irgendwie komisch aus. Egal. Ich habe nur ein Problem. Oh ja, ich bin ein guter Problemelöser. 3 Milka-Schokoladen gegessen und ein und so viel Pfannkuchen. Ich weiß nicht warum. Ey, hast du die Milka-Schokolade mit Pfand geholt? Nee, ohne Pfand. Ja, das ist doch doof, das macht man doch nicht. Ey, was machst du mit dem Aluminium? Ich schmeiß das in meinen Müll. Ja, ich hab's ja der lila Kuh zu fressen gegeben. Das ist die Storm. Ey, was sagst du zu Franzi? Wisst ihr, warum das hier die letzte Sendung ist? Ich sag das jetzt einfach mal. Franzi, ich geb meinem Sendeplatz. Sah heute, ziemlich scharf aus. Er hat einen scharfen Badeanzug an. Alter, ich geb meinen Sendeplatz ab. Nee, mach das nicht. Doch, Jens Dietze. Peter, du bist bescheuert. Der Dietze, der ist so. Die letzte Sendung mit Bernd Degemann. Doch, Dietze ist so ein guter, ja? Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Den hat er verdient. Hör auf rumzulogen. Ich lob dich jetzt. Peter, mach weiter, du warst geil. Oh. Und die letzte Sendung war geil. Bloß hör auf, immer so verbittert. Nein, ich bin doch nur unglücklich. Du bist gut. Hallo. Peter, ich freue mich, dass ich drin bin und das mal sagen durfte. Wie
dritte Sendung. Ich bin echt zu froh. Du bist zu froh? Ja. Ey, dann verrate ich's dir. Nee, was denn? Guck nächsten Donnerstag. Komm, bist du wieder da? Ich bin dann wieder da. Verarsch mich nicht immer vor der Sendung mit solchen beknackten Vorankündigungen. Das ist doch kacke, ey. Ey, ist das kein guter Gag gewesen? Das war echt bitter, ey. Ey, ich sag jetzt hier auch noch eine Ankündigung. Ich hatte mehr Schweiß auf der Stirn als du. Das war echt bitter. Stimme, hast du Schweiß gehabt? Ja, Schweiß auf der Stirn. Angstschweiß. Ich hab noch Sand in den Schuhen von Hawaii. Das passt jetzt nicht darin mit der Stirn, ne? Nee, aber ist ja egal. Ich muss überlegen, wie ich das irgendwie noch irgendwie zusammenkriege. Alter, du warst nett. Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber du warst ja trotzdem. Peter, du warst klasse. Nee, ich bin ja noch klasse, ich bin ja noch in die Vergangenheit. Jetzt ist Schluss. Nächsten Donnerstag Nein. Bin ich wieder da. Genau, 9876543. Mit neuen Frauen und neuer Stimme und neuer Brille und einen neuen AIDS-Test. Alles klar. Und vielleicht habe ich ja gelogen. Peter, wenn du nicht kommst, ist es scheiße. Richtig? Doch, ich komm immer. Ich fühle mich verkackt. Ich muss den Orgasmus nicht vortäuschen. Nein, ich bin immer gekommen. Ja? Gut, ich freue mich. Musst du das jetzt auch mal sagen? Die Kamerafrau soll es sagen, dann glaube ich. Und wisst ihr was? Du gehst mir auch auf den Geist. Okay. Hopp! Ja! Ja, alten Schleimscheißer. Peter, du bist gut. Das weiß ich. Hallo? Ja. Nie mit Hallo anfangen. Immer fragen, wie es mir geht. Peter? Was sollst du fragen? Ich sollte Thomas grüßen und sagen, dass du ein Wichser bist. Gut. Wichst du die, ich wichse die andere. Wisst ihr was? Ich hab heute keine Lust mehr. Ja, das interessiert mich überhaupt nicht, was du von der Lust hast, du. Tschüss, Peter. Hä? Das fällt dir gar nichts mehr zu ein, ne? Ja.